Guten Abend miteinander. Kein Basentitsch. Ich freue mich heute Abend hier zu sein. So viel Liebe zum Sport, der hier ist. Und das ist sehr ein schöner Abend für mich, mit meinen Geschichten zu teilen. Und ich danke auch dir, Benni, für die futuristische Fernbedienung von meinem. Das habe ich natürlich heute noch nie erlebt. Merci vielmals. Ich werde dir gerade am Anfang echt fragen, hat ihr als Kind einen Traum gehabt? Ihr wisst schon, wenn ich mal groß bin, werde ich viermal Präsident oder Filmstar oder in einem Fall Sportler, Profisportler. Ich habe so einen Traum, den ich hatte, und der ist eine Realität geworden. Und auf einmal ist er einfach geplatzt. Ich würde aber gerne mitnehmen auf eine Reise mit vielen Höchs und vielen Tiefs. Fast wie ein schöner Schweizer Berg. Ich hätte jetzt gesehen Baselberg, aber schwierig. Warte schon. 2 Sekunden. Aber und ich würde gerne mit einem Höch anfangen. Meine Kindheit. Ob sie ein glücklicher Bursch ist, oder? Also ich habe von daheim aus super Eltern. Ich habe einen mega coolen älteren Bruder, meistens. Wenn wir aufgewachsen sind, haben wir alles zusammen gemacht. Wir sind im Quartier aufgewachsen, hatten genügend Platz und andere Kids zum Spielen und Bewegen gehabt. Mir hat wirklich noch gar nichts gefehlt. Bis ich ca. 8 war. Bis mein alter Bruder Sven hat es gemacht. Mein Poster, nach einem Streit, hat er mein Poster vom Jahr über Jahr zerschissen. Von meinem grossen Idol. Ich nehme an, der eine oder andere kennt den Jahr über Jahr. Für die, die ihn nicht kennen, das ist er. Der mit den lustigen Haaren. Das ist er. Entschuldigung. Aber der mit den lustigen Haaren, das ist der Jaromír Jágr. Das ist eine tschechische Legende in der NHL. Und der hat alles gewonnen, was es gewinnen gibt. Nachdem, dass das passiert ist, bin ich während der Woche in meinem Zimmer gewesen. Und habe einfach die leere Wand angeschaut, die mal mein Idol geheicht hat. Und eines Tages habe ich mir gesagt, hey, was ist, wenn ich der nächste Jahr ein Jager werde? Also der von Ballis. Und nachdem hatte ich so eine Art Träume gehabt. Und jedes Mal, wenn ich nicht in der Schule war, hat meine Kindheit für mich stattgefunden. Und in der Montur hat man mich meistens gesehen. Ich habe jede freie Minute auf dem Eis verbracht und habe mit viel Freude einfach viel Hockey gespielt. Ich habe in meiner Jugend gemerkt, wenn ich im Leben ein Ziel habe, erreiche ich es viel einfacher, wenn ich an mich glaube, wenn ich fokussiert bin und wenn ich gerne mache, was ich mache. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Stell dir vor, ich war 23-Jähriger. Ich habe in der besten Schweizer Liga Hockey gespielt. Ich habe einen 2-Jahres-Vertrag bei der besten Mannschaft unterschrieben, also vor 10 Jahren, der SC Bären. Heute sieht es anders aus. Ich habe den Sprung in die Schweizer Nationalmannschaft geschafft. 2011 habe ich mein eigenes Land an den WM-Tag vertreten. Im letzten Spiel gegen die USA von der WM habe ich nicht 1, sondern 2 Goal geschossen und bin zum besten Spieler ausgezeichnet worden. Ich bin sogar von einem grossen NHL kontaktiert worden. Also, ich habe wirklich meinen Traum gelebt. Der richtige Walliser sagt jetzt, der Fiddler-Blut-Wahnsinn. Jetzt ist das Spiel weg. Gut. Jetzt ist es wieder drauf. Ich habe nicht getrinkt. Aber die WM und auch die Meisterschaft war vorbei.
4 Tage später bin ich daheim im Wallis mit meiner Familie und bei Freunden. Es war der 14. Mai 2011. Am Morgen zwischen 4 und 5 Uhr war ich im Heimläufer. Mir sind noch die unglaublichen Bilder von einem Wirbel durch den Kopf gegangen. Ich habe mich extrem auf die Zukunft gefreut und war einfach heiß, was kommt. Und auf einmal wird alles schwarz. 10 Tage später wache ich auf. Ich war im künstlichen Koma. Diagnose: Schädelhirntrauma. Es hat sich herausgestellt, dass ich von einer alkoholisierten Autofahrerin mit 85 Stundenkilometer über einen Häufen gefahren worden bin. Kennt ihr den Ausdruck «Nebst der Schuhe»? Das waren meine Schuhe. Und 30 Meter nebst der Schuhe bin ich gefunden worden. Jeder andere hätte das nicht überlebt, ein Arzt gesagt. Aber zum Glück war ich 2011 noch ziemlich so ein Feeling und in der Form von meinem Leben. Wenn ich im Spital aufgewacht bin, bin ich in einem Zimmer auf einer Matratze. Ich konnte nicht reden, ich konnte nicht laufen. Ich bin flüssig ernährt worden und habe sogar die Pampers abgehauen. Meine Träume ist geplatzt. Ich habe das gar nicht so richtig realisiert. Ich war unter Schock. Weil vor ein paar Tagen war doch noch alles so perfekt. Ich habe mich erholen. In meinen 3 Monaten über Reha sind die Ärzte eines Tages zu mir gekommen, so im Stil von: «Ja, du erholst dich gut, du machst eigentlich Fortschritte da. Okay, Spieler, das sollte irgendwann wieder möglich sein.» Und alles, was ich gehört habe, ist Hockey und wieder möglich. Ich meine, Hockey war die einzige und längste Beziehung, die ich in meinem Leben hatte. Meine Freundin seit 20 Jahren. Und wisst ihr was? Ich kann sie zurückwählen. Ich habe mir nicht eines Tages vorwerfen, nicht im Schicken gekämpft zu haben. Ich habe wieder das Ziel gehabt. Nachdem habe ich eigentlich alles und nur zu meinen Träumen zu leben. Das heisst, viel Physiotherapie, privates Training, verschiedene Therapien, Spezialisten in der ganzen Schweiz. Ich war sogar in Amerika, in Atlanta, beim Dr. Carrick. Das ist echt der beste Mann, wenn es um das menschliche Hirn geht. Ich habe wirklich alles probiert. Mit 24 habe ich nachher eine Spezialbewilligung bekommen. Das heisst, ich habe auf dem Eis anfangen, mit den Junioren, auf einem weniger körperlichen und intensiven Level. Ein paar Matches gemacht, bin nachher in der Nazi B für eine Saison und habe dann wieder in der Nazi A eine Chance bekommen. Und ja, ich bin mega happy gewesen, wieder zurückzuziehen, mega geil. Aber es war nicht das Gleiche gewesen. Stell dir vor, wenn ich vor meinem Unfall an Hockey gespielt habe, dann bin ich gefahren und habe gesagt, wenn ich jetzt den Böck bekomme, dann habe ich 1, 2 und 3 Optionen. Der Böck ist gekommen, ich habe schnell entschieden, bei einem Move gemacht, das Spiel ist weitergegangen. Easy, kein Problem. Nach meinem Unfall war es so gewesen, dass ich gefahren bin und gesagt habe: «Oh Scheiße, ich habe den Böck, bam!» Und der ist schon voll leer an mich drin gefahren. Und das hat meistens einen ziemlich festen Weg gemacht. Also, logischerweise und auch verständlicherweise bin ich wieder in Nazi B transferiert worden. Weil mein Kopf war einfach zu langsam gewesen. Und ja, das ist hart, aber das ist die Realität. Wenn du heutzutage nicht mehr längst, dann längst du einfach nicht mehr. Ich habe mich dann auch fragen, hey, oder mir eingestehen, vielleicht ist besser. Ich habe mich fragen oder mir eingestehen, hey, die Beziehung zum Hockey,
die wird nie mehr die gleiche. Die wird dich nie mehr richtig glücklich machen. Also ich habe mich entscheiden zwischen glücklich sein, zwischen Hockeyspielen, sorry, was ich mein ganzes Leben lang geliebt habe, oder glücklich sein. Das war eine schwierige Entscheidung. Ich habe mich dann richtig entschieden und wollte glücklich sein. Also mit meiner Freundin Hockey müssen Schluss machen. Das war eine harte Trennung, ich sage das. Es war einfach alles vorbei. Es hat mir weh gemacht. Und ich hatte Liebeskummer. Was auch mit Schicht im Raum hat, dass ich einfach weg wollte. Ich habe eine Pause gebraucht von dem ganzen Hockey-Zirkus. Ich habe eine Distanz gewinnen. Ich bin nachher für 3 Wochen auf Kapstadt geflogen. Ein Abo, bin im Strand. Gläserrote, es war alles vorbei, oder? Das Gläserrote in der linken Hand und ein lustiges Grießzigarette in der rechten. Und haben gesagt, und was jetzt? Das kann doch jetzt nicht schon gesehen sein. Ich meine, da müsste doch noch irgendetwas sein für mich. Ich bin 26. Aber ich habe nicht gewusst, was. Und dann aber einfach über eins von meinen absoluten Lieblingsliedern angedeicht. And every little thing is gonna be alright. Aus dem Sinn von hey, chill so, es kommt schon gut. Bin nachher heimgegangen, planlos, aber gleich voller Hoffnung. Und stell dir vor, nichts ist gut gekommen. Gar nichts. Ich bin daheim, ich hatte einen Zusammenbruch. Tiefe Depressionen, Medikamente, Nebenwirkungen auf und ab. Ich meine, alles, was mich je ausgemacht hat, alles aus meiner Familie. Mein Leben war um ein Träum aufgebaut. Und der Träum war einfach nicht mehr da. Mein Umfeld, alles Hockeyspieler, meine Tagesabläufe, die Anerkennung, der Selbstwert, Hockey und nochmal Hockey, die waren einfach nicht mehr da gewesen. Und das war früher her gewesen. Ich habe mir gedacht, hey, jetzt hast du doch so viel investiert und hast auf so viel verzichtet. Für was? Und nein, ich habe mir das Leben nie nehmen. Ich liebe mein Leben. Aber es ist einfach höher dunkel gewesen und ich kann wieder Farbe drin bringen. Ehrlichkeit hat es gebraucht. Ehrlichkeit zu mir selber. Ich habe irgendwann oder eines Tages die Mühe gefunden und habe meiner Familie gesagt, hey Leute, ich schaffe das einfach nicht allein. Ich brauche Hilfe. Wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, überlege ich keine Sekunde und gehe einfach in die Garage. Mit meinem Velo gehe ich zum Mech, mit der Häuser, dem Dermatologen, mit der Zahn zum Zahnarzt. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben einen Spezialist oder eine Spezialistin für alles. Ja? Also, ich habe mich wirklich mit mir selber auseinandersetzen. Und habe euch schnell gemerkt, dass Arbeit an mir selber mit Abstand das Schwierigste ist. Und das sind jetzt wirklich ein paar Sachen, die ich einfach mit auf den Weg will geben. Weil schlussendlich bin ich der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Aber wie soll ich denn anderen Leuten gute Energie, positive Vibes oder Liebe mitgeben? Weil ich mich selber nicht einmal liebe. Meine Family, oder wir können jetzt erst das. Aber für mich, mein Referat heisst, ein Spiel machen bist du. Ich habe das Gefühl, ich habe schon ein bisschen Freestyle angefangen zu schnurren, weil so viele Sportler da sind. Aber ein Spiel machen bist du. Ich glaube,
Für mich ist es so, dass ich sage, der Spielmacher bist du. Du bist verantwortlich für dein Leben. Es wäre eine Perspektive, wie du dein Leben siehst, wie du Situationen angehst oder was du daraus machst. Du entscheidest. Such die Schuld oder einen Fehler, nicht bei allen anderen. Lüge dich drin. Sei ehrlich mit dir selber. Akzeptiere, vergib, lass los und geh weiter. Weil du entscheidest ja weiter, also übernimm Verantwortung. Ich habe meine Familie, ich lebe das Bild immer wieder. Meine Familie, mein neues Umfeld und auch die Mami von meinen zwei Boys sind in der schwierigsten Zeit von meinem Leben für mich da gewesen. Und für das bin ich sehr dankbar. Ich bitte dich, pfleg die Leute, nimm dir bewusst Zeit für dich. Weil wenn es im Leben mal nicht so läuft, vielleicht schwierig ist, sind genau die Leute für dich da. Die fangen dich auf, die hören dir zu und die machen dir Mühe. Also bitte, nächste. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf mentale Gesundheit. Dass ich mir professionelle Hilfe gesucht habe, dass ich den Schritt gemacht habe, das war die beste Entscheidung ever gewesen. Wenn ich vorher erzählt habe, ich habe mich mit mir selber auseinandersetzen und ich habe auch schnell gemacht, aber da bei mir selber ist mit Abstand die schwierigste, aber auch mit Abstand die wichtigste. Und genau aus diesem Grund darf ich die psychische Gesundheit oder aber die professionelle Hilfe heisst ein Mutthema wie sie. Das habe ich gesagt, bis schlussendlich bin ich das Nummer 1 in meinem Leben. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Aber wie soll ich den anderen Leuten irgendwie gute Sachen mitgeben, wenn ich mich selber nicht mal liebe? Und aber denke mal darüber nach. Wenn ihr in eurem Leben Träume habt und aus irgendeinem Grund geht der Träum kaputt. Geht bitte in den Traum kaputt und schafft Platz für einen neuen Traum. Weil das Leben geht sowieso weiter und zwar vorwärts. Also, denken dran. Sorge haben. Merci vielmals. Hey, merci vielmal, mega inspirierend gewesen. Ein paar Mal ja, ich kann es nicht vergleichen, aber ein paar Mal denke, das ist wirklich ein heavy Weg, wo du da hast müssen durchgehen. Jetzt, wie geht es dir heute körperlich? Was hast du, also weißt du, im Alltag, hast du ein Problem oder geht es gut? Eigentlich nicht. Klar, ich habe die Konzentrationsfähigkeit oder die Aufnahmefähigkeit, die nicht mehr so ist wie vorher, einfach schnell müde. Das heisst, ich kann jeden Tag auf die Füße 20 Minuten, das ist auch schön. Aber sonst ist alles gut. Und das tut sich halt, wenn du so dich lang konzentrieren musst, hast du das Gefühl, du bist schneller müde als früher? Ja, auf jeden Fall. Also ich brauche einfach immer noch wirklich die Zeit, meine Auszeiten. Wenn ich irgendwie mich konzentrieren muss, ziehe ich mich vor, normalerweise so eine halbe Stunde ziehe ich mich zurück. An einem ruhigen Ort, die Augen zu. Aber auch wenn es hinter den Methoden, die man sich irgendwo aneignet. Du hast etwas Spannendes gesagt, du hast gesagt, loslassen, weitergehen, neu anfangen. Das ist ja das, was viele Leute im Leben einmal antreffen, wenn sie irgendeinen Wechsel machen bei der Sport, so, dass sie ja Mühe machen. Was kannst du jetzt im Nachhinein sagen? Was hast du daraus gelernt? Was kannst du jemandem weiter vom Weg geben, wenn er dich fragt, loslassen, weitergehen, neu anfangen, wie mache ich das? Gut, loslassen. Ich glaube, das haben wir alle zusammen im Leben. Sachen, die wir einfach wollen hinten einschlagen. Aber ich glaube, da gibt es mehrere Schritte. Zuerst ist sicher mal die Akzeptanz. Also, dass ich mir sage, hey, ich kann es nicht mehr ändern. Es ist jetzt einfach so. Und
dass ich nachher weitergehe, dass ich irgendwie durch verarbeiten. Also mit was immer, das ist ja bei jedem irgendetwas anderes. Aber nachher, dass ich gleich anfange loszulassen und sich wieder neue realistische Ziele setzen und einfach vorwärts gehen. Weil ich schlussendlich habe, auf die Seite oder zurück kann ich nicht mehr. Und bleibt mir nichts anderes übrig, als schon vorwärts zu gehen. Aber ich muss es natürlich selber machen. Also, das kannst du nicht nur für mich machen. Ich muss es selber machen. Das ist auf der anderen Seite auch schöner dran. Merci vielmals, danke, dass du da warst und dass du deine Story mit uns geteilt hast. Merci vielmals. Merci vielmals.